willkommen auf meinem Channel. Lange nicht gesehen, würde ich sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Das Wetter ist toll. Und in diesem Video möchte ich euch meine Must-Haves für den Sommer vorstellen. Fangen wir an. Im Sommer hat man sehr trockene Haare, wenn man denn viel in die Sonne geht, viel ins Schwimmbad geht. Was ich euch empfehlen kann für eure Haare, ist diese 3-in-1 Haarkur von Garnier, nennt sich Banana Hair Food. Riecht unglaublich gut und ja, ihr könnt sie auf drei Arten anwenden. Entweder wascht ihr eure Haare und ihr wendet sie als Spülung an, wascht sie aus. Oder ihr wascht eure Haare, wendet sie als Kur an, wascht es aus. Oder eben ihr wascht eure Haare, gebt ein bisschen davon in eure Haare und wascht es nicht aus. 3 in 1, 98% davon wirklich natürliche Substanzen, ohne Silikone, vegan, I love it, habe ich auch schon getestet. Hier auch schon zu dem zweiten Produkt. Im Sommer möchte natürlich jeder einen schönen Ton haben und braun gebrannt sein, goldig aussehen, aber das geht nicht immer, man kann sich nicht immer sonnen. Man schafft es auch nicht immer, Selbstbräuner aufzutragen. Auch ich kenne das Problem, ja. Dann kann ich euch das hier empfehlen. Das ist der Honey Bronzer für den Körper von The Body Shop. Riecht unglaublich gut. Es riecht einfach nach Honig. Und man kann das dann so schütteln, gibt dann so ein bisschen auf die Hand. Das hat ganz, ganz tolle Glitzerpartikel, aber so ganz, ganz kleine goldene. Und dann reibt man sich das auf die Haut und es überträgt sich nicht auf die Kleidung. Es riecht auch nicht so penetrant wie manche Selbstbräuner. Und schon hat man so einen goldigen Schimmer. Finde ich unfassbar toll und vor allem der Geruch. Kommen wir zu meinem nächsten Must-Have. Und zwar sind das diese Lidschatten von MAC. Die habe ich von einer Freundin zur Babyshower meiner Tochter geschenkt bekommen. Oder eher gesagt zur Gender Reveal Party. Das ist ein Unterschied. Und sie war der Meinung, dass sie nicht das Baby beschenken muss, wie das 90% der Leute tun, sondern mich. Und dann habe ich diese Lidschatten bekommen. Die sind unfassbar schön. Das sind so Goldtöne, schimmerige Töne, so im warmen Silberbereich, sage ich mal, sandige Töne und auch eben hier dieser wunderschöne Goldton. Den kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Ich trage im Sommer sehr, sehr gerne solche Töne, wie jetzt auch hier am Auge oder als Highlighter. Ich finde, zum Sommer gehört das dazu. Solche Farben sollte man auf jeden Fall im Sommer tragen. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar finde ich, so eine Handyhülle, ja, die sollte auch immer irgendwie zum Gesamtlook einer Frau passen, zum gesamten Outfit. Und ich bin unfassbarer Fan und richtig verliebt in meine Ideal of Sweden Handyhülle. Ihr seht es, sie ist so schön stylisch in so einem Marmor-Look, aber mit goldenem Muster und dann hier unten auch dieser Banner von Ideal of Sweden. Und was ich unfassbar clever finde, ist diese Halterung von Ideal of Sweden. Ihr habt hier so ein Magnetfeld, das bringt ihr an der Hülle an, das klebt richtig fest und dann dieser Magnethalter, ja. Ihr seht, wie fest der hält und der ist super. Man kann das Ding hier drehen, man kann sich so unterwegs Videos angucken oder eben ihr könnt einfach so perfekt Selfies machen. Ich kann schon gar nicht mehr ohne. Das ist mein jetziges iPhone. Ich habe mir aber auch schon das iPhone XR angeschafft und natürlich darf da nicht die neue Hülle für fehlen. Und dafür habe ich auch so einen Marmor-Look mir angelegt, aber eben in diesem Weiß, klar weiß, richtig groß, wieder mit dem Ideal of Sweden Banner in Gold. Ich liebe einfach goldene Akzente. Ihr seht es auch an meinem Schmuck, an meiner Uhr, an meinem Ring. Ich liebe einfach Gold und ich bin verliebt in diese Hüllen. Ich hole sie mal raus. Genau, also ihr holt euch so eine Hülle. Auf der Ideal of Sweden Webseite gibt es für fast jedes Handy und ihr könnt dann separat eben auch nochmal diese Halterung euch dazu kaufen. Es kostet ein bisschen was, aber ich sage euch, es lohnt sich und ihr kriegt sogar durch meinen Code 20% Nachlass auf eure gesamte Bestellung bis Ende Juni. Und zwar mit, ich muss einmal nachschauen, mit dem Code SALAMA20IDEAL. Ich schreibe euch das auch nochmal hier unten hin und in die Infobox.
Wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt auf so eine wunderschöne Hülle für den Sommer, dann könnt ihr euch die bestellen und mit meinem Code gibt es nochmal 20% Nachlass. Kommen wir zu meinem nächsten Must-Have für den Sommer und somit auch meinem letzten Must-Have. Und zwar ist es einfach diese geniale Erfindung. Ich weiß nicht, welcher Mensch da drauf gekommen ist, aber das sind einfach Magnetwimpern. Die könnt ihr anbringen und ihr müsst keinen Mascara auftragen. Für die ersten Versuche ist es ein bisschen knifflig, wenn man ein bisschen geübt hat. Ja, Übung macht den Meister, dann geht es ratzfatz. Ich weiß, wovon ich spreche. Am Anfang dachte ich mir so, wie soll das denn funktionieren? Durch die schnelle Reaktion des Magneten verrutscht die Wimper eh und man kann sie nicht anbringen. Aber es ist wirklich eine Übungssache. Mittlerweile geht das bei mir nach 2-3 Mal zack, richtig gut dran und ich habe die Wimpern da dran. Es gab so ein halbes, es gab so Wimpern, die waren so halblang. Die habe ich gerne hier außen getragen. Die halten jetzt auch nicht ewig. Ich habe die jetzt einen ganzen Monat immer wieder benutzt. Ich habe auch kein Mascara drauf getan, weil ich das gar nicht mag. Ich mag das einfach nur so natürlich mit so ein bisschen Wimpern. Also Wimpern, die einen ganzen Monat tragbar sind oder auch noch länger, vielleicht bin ich ein bisschen schlampig mit umgegangen, kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allem, man hat einfach im Sommer wirklich kaum Lust auf Schminke oder Mascara oder auch am Ende des Tages sich abzuschminken. Dann hat man diese Panda-Augen. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Es ist lästig. Und hiermit geht das wirklich ruckzuck. Da ist auch eine Pinzette mit bei. Und mit bisschen Übung habt ihr eure Magnetwimpern dran. Ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist, ehrlich gesagt. Aber die gibt es momentan wie Sand am Meer. Auch in den Läden mittlerweile, in den Drogeriemärkten. Die sind, glaube ich, aus Amazon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Freundin wollte mich damit überraschen und hat sie mir geschenkt. Und seitdem bin ich wirklich überzeugt davon. Genau. Das war es auch schon mit meinem Sommer-Must-Have. Ich wollte einfach meine Lieblingsprodukte für den Sommer, ohne die ich nicht leben kann, mit euch teilen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Must-Haves für den Sommer sind. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen sonnigen Tag und einen tollen Sommer. Tschüss!